Als mich die Leiterin der Geschäftsstelle in Berlin, die Angelika Willmann, am 30. September letzten Jahres eingeladen hat zu diesem Vortrag, da hat sie mir den Titel vorgegeben, die IPPNW, eine globale Organisation mit Zukunftsvisionen. Selbst ohne den Ukraine-Krieg hätte ich diese Rede nicht als eine übliche Geburtstagsglückwunschrede gehalten, sondern ich hätte etwa gesagt, eben auch vor dem Ukraine-Krieg, erstens darauf verwiesen, und das kann ich jetzt abkürzen nach der ausführlichen Darstellung von Herrn Gottstein, dass das, was Herr Lorn und seine russischen Partner damals gemacht haben, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, unter den ja beschriebenen Rahmenbedingungen, war ein entscheidender zivilgesellschaftlicher Durchbruch, wie wir ihn heute dringend wieder brauchen, gegen die Logik von Aufrüstung, gegen die Logik von atomarer Abschreckung und auch gegen die Verfeindung zwischen den Völkern der Länder im Westen, vor allem der USA, und der Länder im Osten, vor allem der Sowjetunion. Und ich weiß, da ich damals für die Friedensbewegung auch viel in den USA war, in den internationalen Kontakten, dass die Friedensbewegung, die dann in den USA entstand, unter dem Titel Freeze Campaign, mit dem Ziel, dem Einfrieren der atomaren Arsenale der USA und der Sowjetunion, um dann einen bilateralen Abrüstungsprozess zu beginnen, diese Friedensbewegung, die im März 1982 ihren großen Durchbruch hatte, weil sich damals auch zwei US-Senatoren, Edward Kennedy und ein Republikaner, öffentlich dahinter stellte, aber für die Vorgeschichte wesentlich mitverantwortlich ist die damals schon gegründete IPPNW. Da will ich nochmal dran erinnern. Das Zweite ist, ich hätte gesprochen, auch schon vor diesem Ukraine-Krieg, über die Gefährlichkeit der Atomwaffenrüstung. Sie haben es nur angedeutet, ich will es noch ein bisschen deutlicher machen. Das, was auf beiden Seiten, Russland, USA, NATO, im Moment in der Entwicklung ist, in der Pipeline, in der Absicht oder zum Teil schon produziert und stationiert ist, ist angesichts der technischen Möglichkeiten, der Zielgenauigkeiten, der unglaublichen Geschwindigkeiten, der Zerstörungskraft, der flexiblen Einsatzmöglichkeiten, der Möglichkeit, auch bewegliche Ziele zu verfolgen. Verglichen damit sind die Waffen, die uns 79 und Folgejahre Sorge gemacht haben, die Pershing 2 hier und die SS-20 auf der anderen Seite, Spielzeug. Also wenn auf russischer Seite heute eine Hyperschallrakete entwickelt worden ist mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit, das sind 12.200 Kilometer in der Stunde, dann bleibt dem potenziellen Gegner überhaupt keine Zeit mehr, da irgendwie drauf zu reagieren, vorgewarnt zu sein, und völlig egal, ob diese Hyperschallrakete nun künftig in Kaliningrad stationiert sind, also etwa 430 Kilometer östlich von Berlin oder weit hinter Moskau. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist das egal. Und die neuen Fähigkeiten, die die modernisierten, bitte immer in Anführungszeichen, US-Atombomben in Büchel und die dafür jetzt anzuschaffenden neuen F-35 Bombenflugzeuge haben werden, eben auch zielgenauer, flexibler, einsetzbar, mit Laser bewegliche Ziele verfolgen. Das erhöht natürlich völlig verständlich auch die Bedrohungswahrnehmungen in Moskau. Ich muss sagen, dass aus all diesen Gründen schon vor dem Ukraine-Krieg die IPPNW und das Engagement ihrer weltweiten Mitglieder mindestens genauso weiterhin notwendig ist, wie das vor 40 Jahren der Fall war. Durch den Ukraine-Krieg ist diese Dringlichkeit noch viel größer geworden, aber es ist auch noch viel schwieriger geworden. Die Oberbürgermeisterin und ich glaube auch du eben in der Moderation hast über die Notwendigkeit von Verhandlungen, von Diplomatie gesprochen, um diesen Krieg zu Ende zu bringen. Ich sehe das genauso. Aber ich kann mir die Welt nicht schöner reden, als ich sie sehe. Ich habe in den ersten 5 Wochen seit Beginn dieses Krieges etwa 25 Vorträge gehalten. Und da habe ich immer die
theoretisch denkbaren Szenarien kurz durchgespielt, unter denen dieser Krieg zu Ende kommen könnte. Ich referiere sie jetzt nur ganz kurz. Das erste wäre, dass aus dem unmittelbaren Machtzirkel der sechs Männer um Putin jemand die Hand hebt und ihn wegschiebt. Völlig ausgeschlossen. Das zweite wäre eine Revolte der wirtschaftlichen Oligarchen, die ja ihre Privilegien, ihre Pfründe und ihre künftigen Profite verlieren. Das ist nicht völlig auszuschließen. Einige von denen grummeln ja bereits, zumal wenn sie im Ausland sind, aber das wird auch nicht morgen oder übermorgen passieren. Das dritte ist ein Szenario, über das man eigentlich nicht offen reden darf und kann, aber mich haben nach den Vorträgen immer häufiger Menschen dann unter vier Augen oder Ohren angesprochen, haben gesagt, Herr Zumach, gibt es nicht in den militärischen Strukturen Russlands vielleicht Männer wie bei uns am 20. Juli 1944? Oder einer kam mit der Frage, die USA haben doch diese perfekten Drohnen, mit denen sie kürzlich einen iranischen General ausgeschaltet haben. Könnten die das nicht auch mit Putin machen? Ich habe dann immer gesagt, also über sowas kann man nicht öffentlich reden. Man kann es schon gar nicht ankündigen und fordern, wie das der republikanische Senator Lindsey Graham ja bereits in der zweiten Kriegswoche gemacht hat. Weil schon mal, wenn man sagt, man wird mit Putin noch reden müssen, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv, weil man ihn damit noch weiter in die Ecke drängt, in die er sich selbst bereits begeben hat. Wenn sowas passieren sollte, was Dietrich Bonhoeffer den Tyrannenmord genannt hat, dann erfahren wir es morgen früh aus den Nachrichten. Das vierte Szenario wäre ein Aufstand, eine Revolte aus dem Volk. Wenn ich der Meinung wäre, es gäbe in Russland gut organisierte, handlungsfähige, demokratische Oppositionskräfte, dann könnte man sich ein solches Szenario nicht nur vorstellen, sondern auch für gut befinden, zumal wenn diese demokratischen Oppositionskräfte dann auch sehr schnell Wahlen organisieren, um sich auch formal zu legitimieren. Aber wir alle wissen, es gibt diese gut organisierten demokratischen Oppositionskräfte nicht, und das ist Folge der massiven Unterdrückung durch die Regierung Putin, zumindest seit den damals gefälschten Wahlen 2001 und den nachfolgenden Protesten. Das vierte Szenario wäre ein militärischer Sieg Russlands, ein totaler Sieg bis hin zu einer totalen Besetzung der ganzen Ukraine. Das scheint im Moment unwahrscheinlich, aber ist auch nicht völlig auszuschließen. Wobei ich dazu sagen würde, selbst wenn das das Ergebnis wäre, wird Russland diese Ukraine nie unter Kontrolle bekommen. Genauso wenig wie die sowjetische Armee 1979 in 8 Jahren Afghanistan unter Kontrolle bekommen hat oder die NATO in 20 Jahren Afghanistan. Und ich habe dann in den ersten 5 Wochen zumindest meiner Vorträge abschließend immer gesagt, das Szenario müsste doch sein, dass eine für Putin gesichtswahrende Exit-Strategie aus diesem Krieg angestrebt und gefunden wird. Und als dann am 24. März die beiden Regierungsdelegationen der Ukraine und der Russland sich live getroffen haben, auf neutralem Grund in Istanbul, Sie erinnern sich, und die ukrainische Regierungsdelegation schriftlich einen 6-Punkte-Vorschlag machte mit den Stichworten »Wir verzichten auf NATO-Mitgliedschaft«, keine ausländischen Militärstützpunkte, Neutralitätsstatus, dafür aber Garantien anderer Länder. Der Krim-Konflikt wird für 15 Jahre eingefroren, in denen wir uns Zeit nehmen, zu einer Lösung zu finden. Und sechstens, ich, Zelensky, will mit Putin direkt verhandeln über einen künftigen Sonderstatus für die beiden Donbass-Republiken. Da ist ja Hoffnung aufgekeimt, nicht nur bei mir. Das könnte doch ein Paket sein, wo Putin sagen könnte, ja, da habe ich doch einen Teil Erfolg mit meiner sogenannten militärischen Spezialoperation erreicht. Das ist aber nicht geschehen, sondern wir haben erlebt, dass sich die Rhetorik aus Moskau seitdem, sowohl bei Putin, aber auch bei Lavrov, Sie haben ihn erwähnt, verhärtet haben und sie doch mehr oder weniger an den Maximalzielen festhalten, die in der Nacht vom 24. Februar von Putin verkündet wurden, trotz aller deutlichen Schwierigkeiten, die die russischen Streitkräfte haben und trotz aller Zeitverzögerung. Es ist dann auch nur noch 3-mal und auch nur noch per Video miteinander verhandelt worden. Nach diesen 3 Runden haben sich beide Seiten öffentlich immer vorgeworfen, dass die andere Seite nicht ernsthaft ist. Seit Ende April gibt es überhaupt keine Verhandlungen mehr. Und inzwischen hat sich auch die Rhetorik auf der Seite der ukrainischen Regierung deutlich verändert, um es vorsichtig auszudrücken. Von Verhandlungen und konkreten Angeboten ist keine
Rede mehr, sondern die Siegrhetorik hat überhand genommen, zuallerletzt mit der Ankündigung Zelenskys, auch die Krim militärisch zurückzuerobern. Wobei das Wort Sieg auch noch, je nachdem wer es in den Mund nimmt, eine sehr große Spannbreite der Bedeutung hat. Wenn damit nur gemeint ist, die russischen Invasionstruppen auf die Linien vor dem 24. Februar zurückzudrängen, wäre das ja völkerrechtlich völlig legitim. Nur wie das Wort Sieg in den USA gemeint ist, und ich komme gerade nach einem vierwöchigen Aufenthalt zurück, da ist Sieg, meint Sieg, Niederringen Russlands auf lange, lange, lange Dauer, verunmöglichen, dass Russland jemals wieder in der Lage ist, irgendwie militärisch zu agieren. Und das geschieht in den USA ohne irgendwelche innenpolitische kontroverse Debatte, die wir ja zum Glück haben. Wenn Sie sich erinnern, Präsident Biden hat vor vier Wochen beim Kongress ein 33 Milliarden Dollar Unterstützungspaket für die Ukraine beantragt. Was war das Ergebnis? Die Republikaner und die Demokraten, die ansonsten in sämtlichen anderen Politikfragen heillos zerstritten sind, haben dieses Paket nicht nur fast einstimmig verabschiedet, sie haben nochmal 7 Milliarden draufgesattelt, also über 40 Milliarden. Und wenn ich die Außenministerin Baerbock höre, bedient sie auch diese Siegrhetorik mit so Stichworten, Russland klein zu machen und niederzuringen. Unter diesen Rahmenbedingungen muss ich leider sagen, kann ich mir auf absehbare Zeit Verhandlungen, ernsthaft geführte Verhandlungen nicht vorstellen. Ich wünschte, ich behalte Unrecht. Auch der militärische Sieg, den Zelensky jetzt immer verkündet, ist nach allen Aussagen von Militärexperten, die ich kenne, nicht möglich. Trotz aller Schwierigkeiten der russischen Angriffsstreitkräfte gibt es nach wie vor eine so große Überlegenheit Russlands, allein bei der Zahl der potenziell rekrutierbaren Kämpfer über 200 Millionen, aber auch bei der Luftbewaffnung im Art und Ausmaß, das ist auch durch noch so viele westliche Waffenlieferungen nicht auszugleichen. Deshalb ist meine Befürchtung, wie gesagt, ich bin immer froh, Unrecht gehabt zu haben, dass es einen noch viele Wochen und Monate oder gar noch länger währenden Zermürbungskrieg geben wird, an dessen Ende dann möglicherweise so etwas wie ein militärisches Ermüdungspakt steht, das dann eine Waffenruhe ermöglicht und vielleicht den Beginn sinnvoller Verhandlungen. Aus Moskau war vor drei Tagen zu hören, dass man allein für die endgültige Eroberung und Kontrolle über den Donbass und weiter den Streifen am Asowschen Meer bis Odessa noch bis mindestens Ende Oktober brauchen wird. Das sind die Rahmenbedingungen trotzdem müssen wir natürlich an einer konkreten Vision festhalten. Aber ich will nochmal eben den Punkt machen, neben den unmittelbaren Menschenopfern und Zerstörungen, die dieser Krieg in der Ukraine jetzt schon hervorgebracht hat und weiterhin hervorbringen wird, gibt es natürlich auch fünf weitere negative Folgen. Die erste Folge ist, wir werden wahrscheinlich spätestens ab Herbst die schlimmste Hunger- und Ernährungskrise global erleben seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich nehme mal das Beispiel Ägypten, das fast 70% seines Weizens bisher aus der Ukraine bekommen hat. Da werden im September die Vorratskammern leer sein. Und wenn es bis dahin keinen Nachschub gibt, wird es zu großen sozialen und Hungeraufständen in Ägypten bekommen, so wie wir das auch schon mal in den 80er Jahren hatten unter Mubarak. Als er die Brotpreise erhöhte, einige erinnern sich, da hat die damalige amerikanische Regierung aber schnell 3 Milliarden Dollar rübergeschoben, damit Mubarak die Brotpreise wieder senken konnte und damit den Aufstand verhindern konnte. Das wird so einfach wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, denn selbst wenn die humanitären Organisationen der UNO, die dringend Geld brauchen, das Welternährungsprogramm, dieses Geld von den Mitgliedsländern in den nächsten Wochen und Monaten bekommen sollten, immer noch großes Fragezeichen, wird mit diesem Geld möglicherweise nichts mehr zu kaufen sein auf den Weltmarkt. Die zweite negative Folge ist, dass dieser Krieg natürlich eine ungeheure Aufwertung der eigentlich völlig anachronistischen NATO bedeutet hat. Das ist das, was Putin erreicht hat, völlig kontraproduktiv zu seinen erklärten Zielen, vorhin schon der baldige Beitritt Finnlands und Schwedens erwähnt worden, und in dem Maße, wie hier eine Aufwertung
der NATO stattfindet, führt das natürlich zu einer weiteren Schwächung, Bedeutungslosigkeit der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja nun tatsächlich das einzige kollektive gemeinsame Sicherheitsorgan wäre auf unserem Kontinent, wo Russland dabei wäre. Also das, was Michail Gorbatschow mit seinem Vorschlag für das gemeinsame Europäische Haus 1990 gemeint hat. Drittens kommt es infolge dieses Ukraine-Krieges auch zunehmend zu einer Blockade in der UNO, vor allem im Sicherheitsrat. Die gab es auch vorher schon, aber jetzt zeichnet sich ab, dass die Blockade zwischen den westlichen Staaten und Russland, so wie auch möglicherweise China, sich noch mehr verhärtet und damit auch die schon vorher schwierigen Bemühungen um notwendige Reformen des Sicherheitsrates und anderer Teile der UNO noch schwieriger oder noch unmöglicher werden. Der vierte Punkt betrifft ganz direkt die Arbeit oder eine der Hauptarbeiten der EPPNW, Atomwaffen. Neben dem, was ich eben schon gesagt habe über die Entwicklung, die man auch schon vor dem Ukraine-Krieg feststellen konnte, die gefährliche, kommen jetzt noch 3 bis 4 Punkte hinzu. Putins Drohung, Sie haben sie skizziert mit einem Ersteinsatz, ist ja nicht das erste Mal, dass ein Atomwaffenstaat das macht. Daran sollte man auch immer wieder erinnern, weil bei uns die Debattenlage auch in den Medien dann immer doch sehr vergesslich und einseitig ist. Das erste Mal nach Hiroshima und Nagasaki, dass eine Atomwaffenmacht zumindest deutlich indirekt mit dem Einsatz gedroht hat, war im 91er Golfkrieg. Da hat die damalige Bush-Administration den irakischen Diktator Saddam Hussein wissen lassen, sehr klar, dass auf den amerikanischen Kriegsschiffen im Golf Atomwaffen stationiert waren. Das zweite Mal war im Irakkrieg 2003, der übrigens bei ihrer Liste der Kriege, die mit beteiligten Atomwaffenmächten geführt wurden, fehlt, das fiel mir auf. Vor dem Irakkrieg 2003 hat der damalige Pentagon-Chef Donald Rumsfeld Saddam Hussein öffentlich gedroht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und zwar nicht nur für den Fall, dass Saddam Hussein die damals angeblich noch vorhandenen irakischen Atomwaffen einsetzt, das war ja die große Lüge, dass er sie hätte, sondern Rumsfeld drohte den Atomwaffeneinsatz auch ein gegen unterirdische Bunkeranlagen. Ja, und das letzte Mal, Donald Trump hat in seinem ersten und einzigen Auftritt vor der UNO im September 2016 Nordkorea so wörtlich mit dem nuklearen Feuertod gedroht. Also so ganz neu ist das, was Putin macht, nicht, aber es hat natürlich schon eine andere Dimension. Es findet in einem heißen konventionellen Krieg dazu statt. Und damit komme ich zu dem zweiten Problem. Durch diesen Krieg ist natürlich der Glaube an die atomare Abschreckung und ihre Funktionsfähigkeit massiv wieder gestärkt worden. Und jetzt werden eben problemlos die ganzen Gelder auch zur Verfügung gestellt, um eben die Modernisierungsschritte alle durchzuziehen, was vorher nicht der Fall war. Und die Debatte, die wir noch hatten über die sogenannte operative nukleare Teilhabe der Bundesrepublik, ist erstmal völlig weg. Dabei ist für mich dieser Ukraine-Krieg doch der Beweis für das genaue Gegenteil, nämlich dafür, dass Atomwaffen keine funktionierenden Abschreckung und Kriegsverhinderungswaffen sind. Es ist doch so, dass Putin diesen konventionellen Krieg weitgehend unbehindert, abgesehen vom Widerstand der ukrainischen Streitkräfte, nur deswegen führen kann, weil er eben diese Atomwaffendrohung in die Welt gesetzt hat und die NATO deswegen genau weiß, wenn sie auch nur eine Flugverbotszone versuchen würde, könnte es zu diesem Einsatz kommen. Und dann ist die NATO auch selber in der Zwangslogik ihrer eigenen Militärdoktrin dann Atomwaffen einzusetzen. Also ich sage, Atomwaffen sind Waffen, die hier die Kriegsführung erst ermöglichen. Das ist das Gegenteil von erfolgreicher Abschreckung. Der vierte Punkt ist, schon nach dem Irakkrieg von 2003, wie gesagt, geführt mit der Lüge, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen gehabt, hat sich ja in der Verarbeitung dieses Krieges in ganz vielen Hauptstädten, vor allem des globalen Südens, nicht nur in Diktaturen, auch in Demokratien, die Überzeugung festgesetzt, ja, hätte der Saddam Hussein nur diese Atomwaffen damals gehabt, dann hätten die Amerikaner und Briten ihn nicht angegriffen.
das schwächt und unterminiert natürlich das internationale Nichtverbreitungsregime, was jetzt durch die schon angesprochene Überprüfungskonferenz nächste Woche in New York ja wieder mal auf dem Prüfstand steht. Und dieselbe Legende wird jetzt verbreitet mit Blick auf die ukrainischen Atomwaffen oder die Atomwaffen, die bis 1994 auf ukrainischem Boden lagen und dann unter dem sogenannten Budapester Memorandum ja abgezogen wurden. Und im Gegenzug bekam die Ukraine von Russland, USA und Großbritannien die Garantie für ihre Grenzen und für ihre Souveränität. Natürlich hat Russland dieses Abkommen massiv verletzt und möglicherweise endgültig zerstört. Aber die Behauptung, die auch von Zelensky zumindest immer nahegelegt wird, auch in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar, die Behauptung, hätten die Ukraine damals nicht auf diese Atomwaffen verzichtet, dann wären sie jetzt nicht angegriffen, die ist schlicht falsch. Und der muss man auch klar widersprechen, wo immer sie aufgetaucht ist. Die Atomwaffen, die damals aus sowjetischen Zeiten in der Ukraine, auch in Kasachstan und Belarus noch lagerten, die operative Kontrolle und die Einsatzmöglichkeit über diese Atomwaffen lag immer und ausschließlich nur in Moskau. Das heißt, die Ukraine hatte keine funktionsfähige Abschreckungskapazität, die sie mit dem Budapester Memorandum dann angeblich aufgegeben hat. Das ist ein Märchen. Ja, und der letzte negative Entwicklungspunkt ist, bei allen Kontroversen zwischen dem Westen und Russland und China, die wir aufzählen könnten, gab es bis vor kurzem einen Punkt, wo die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und sogenannten legitimen Atomwaffenmächte an einem Strang gezogen haben, und zwar am selben Ende eines Strangs. Das war eben in den Bemühungen, die weitere Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, auch um das eigene Privileg natürlich nicht dadurch schwächen zu lassen, ist klar. Das heißt, mit Blick etwa auf das iranische Nuklearprogramm gab es in den letzten 6 Jahren eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Verhandlungsstrategie, auch nachdem Donald Trump aus dem richtigen und guten Abkommen ausgestiegen ist. Und jetzt ja Verhandlungen geführt werden, um das Abkommen zu retten. Und da zerbröselt diese gemeinsame Haltung. Russland schert mehr und mehr aus. Das vermindert natürlich den Druck auf die Regierung in Teheran, jetzt doch auch wieder voll zu den Bestimmungen dieses Abkommens zurückzukommen. Und dasselbe gilt mit Blick auf Nordkorea. Ja. Und die sechste oder fünfte negative Folge dieses Krieges ist, dass massiv das Feindbild Russland bei uns erneuert worden ist, befestigt worden ist und das Narrativ überwältigend verbreitet ist, es gäbe mit Russland auf unabsehbare Zeit keine Möglichkeit der Kooperation mehr, sondern nur noch die Möglichkeit der Konfrontation auf allen Ebenen. Politisch, wirtschaftlich, militärisch, im Propagandakrieg, im Cyberkrieg und so weiter. Die für Russland und Osteuropa zuständige Fachreferentin der Stiftung Wissenschaft und Politik, also des wichtigsten Politikberatungsgremiums der Bundesregierung, die Frau Claudia Major, die auch auf dem Fernsehen auftritt, hat in einem fulminanten Artikel in der Zeit vor 6 Wochen das ja so klar und schneidend dargelegt, es gibt keine Kooperationsmöglichkeit mehr mit Russland, nur noch diese Konfrontation. Und auf dieses Narrativ lassen sich ja sehr viele in der Politik und auch sehr viele im Journalismus leider ohne großes Nachdenken ein. Ich halte dieses Narrativ einfach für analytisch völlig falsch, denn es geht ja davon aus, dass dieses Russland und diese russische Regierung, wie sie sich im Moment uns allerdings sehr problematisch zeigt, auf unabsehbare Zeit unverändert so bleiben werden. Aber das ist doch eine statische Vorstellung, die mit der realen Entwicklung nichts zu tun hat. Dieser Krieg ist, da bin ich fest von überzeugt, der Anfang vom Ende der Ära Putin. Nicht in den nächsten Wochen, vielleicht wird er uns auch noch 2, 3 Jahre erhalten bleiben als Kremlchef und wird man mit ihm über bestimmte Dinge verhandeln müssen, zu denen ich gleich noch komme, aber er wird mit Sicherheit nicht bis 2036 Kremlchef bleiben, wie er sich das mit der von ihm durchgesetzten Verfassungsänderung ja vorgenommen hat. Und zweitens, oder vielleicht noch wichtiger,
die Auswirkungen, die dieser Krieg mittel- und längerfristig auf die russische Bevölkerung haben wird. Das ist natürlich, während der heiße Krieg noch geführt wird und die massive Propaganda in Russland die Kanäle verstopft, noch nicht spürbar. Aber glauben Sie, dass die russische Regierung auf Dauer verheimlichen kann, der eigenen Bevölkerung, wie viele eigene Soldaten bereits so umgekommen sind und wie viele noch umkommen werden? Und ich erinnere an den Tschetschenienkrieg, vor allem an den zweiten Tschetschenienkrieg, der ja nicht mal gegen ein Brudervolk geführt wurde und der vor allem der zweite Tschetschenienkrieg von Putin geführt wurde, auch in dem Kontext Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Sie werden sich erinnern, weil es gab ja damals tatsächlich islamistisch gerechtfertigte Anschläge auch in Moskau, ob nun tatsächlich von Islamisten oder vom KGB inszeniert, wissen wir bis heute nicht. Aber dieses Narrativ, dass der Tschetschenienkrieg damals auch gegen diese neue islamistische Bedrohung ging, das hat diesen Krieg und hat Putin sehr viel Unterstützung in der eigenen Bevölkerung gebracht. Aber trotzdem gab es dann später, als klar wurde, wie viele russische Soldaten dort verheizt wurden oder völlig verstört und verkrüppelt zurückgekommen sind, ja massive Proteste, vor allem der Mütter. Und das ist meine sichere Erwartung, wird sich in sehr viel größerem Ausmaß wiederholen. Das heißt, Russland, die russische Bevölkerung und auch dieses Regime werden sich verändern und uns nicht in 10 oder 15 oder gar 30 Jahren so darstellen. Und deswegen ist es völlig fatal, sich jetzt in der Politik bei uns unter diesem ideologischen Kampfbegriff Zeitenwende auf unabsehbare Zeit der Konfrontation einzustellen und uns zurück zu beamen in die Hochzeiten des Kalten Krieges in den 70er Jahren. Mit all den Maßnahmen, die ja bekannt sind, 100 Milliarden Verschuldung und so weiter und so weiter. Deswegen halte ich es für die ganz wichtige Aufgabe von uns allen, diesem falschen Narrativ überall zu widersprechen. Auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auf der beruflichen Ebene ist das ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, und das hängt damit zusammen, es ist dringend notwendig, zivilgesellschaftliche Beziehungen nach Russland wieder aufzunehmen, neu zu beleben, neu anzuknüpfen. Auf allen Ebenen, nicht nur auf der berufsständischen Ebene, wo die meisten von Ihnen und euch tätig sind. Ich habe es mit großem Schrecken gesehen, wie nach Beginn oder seit Beginn dieses Krieges bestehende zivilgesellschaftliche Beziehungen, seien es Städtepartnerschaft, Kulturaustausch, wissenschaftlicher Austausch, an ganz vielen Stellen abgebrochen worden sind, auf Eis gelegt worden. Das ist genau falsch. Gerade um der Feindpropaganda Putins in der eigenen Bevölkerung etwas entgegenzusetzen, braucht es jetzt diese zivilgesellschaftlichen Kontakte von uns in die russische Bevölkerung. Die kann man auch individuell organisieren. Ich weiß von drei Männern inzwischen, die ganz beharrlich jeden Abend mit russischen Gesprächspartnern und Partnerinnen telefonieren und in mühsamen Gesprächen versuchen, denen auch ein paar andere Informationen zukommen zu lassen, als sie durch die staatliche Propaganda aus Moskau erfahren. Und so ganz allmählich vielleicht dann doch Denkprozesse auszulösen und Veränderungen. Wenn das aus Deutschland nicht nur 3 oder 5 oder 20 Menschen täten, sondern 1000 oder 5000 oder noch mehr und aus anderen westeuropäischen Ländern auch, hätten wir, glaube ich, eine große, große Auswirkung positiv auf das Denken in der russischen Bevölkerung. Wir müssen so nur möglich der Verfeindung entgegentreten. Und ich denke, ich habe es eben schon mal gesagt, wir müssen bei der Vision bleiben, trotz dieser schrecklichen Realität, die uns alltäglich in den Nachrichten auch natürlich immer wieder überrollt, bei der Vision bleiben. Es kann auf diesem geografisch gemeinsamen Kontinent mit Russland nur eine gemeinsame Sicherheits- und Friedensordnung geben. Egon Bahr, der im März 100 geworden wäre, wenn er noch lebte, hat vor 50 Jahren, also 72 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges schon mal festgestellt, eine Friedensordnung in Europa kann es nur mit der Sowjetunion geben. Nicht ohne sie und schon mal gar nicht gegen sie. Und dieses Axiom von Egon Bahr gilt 50 Jahre später mit Blick auf das heutige Russland ganz genau. Deswegen will ich natürlich
sind noch die nach meiner Meinung nach wichtigsten Bausteine für eine solche Friedensordnung, Sicherheitsordnung benennen, weil um die muss man sich auch jetzt schon kümmern. Da kann man nicht abwarten, bis der Putin vielleicht eines Tages verschwunden ist. Also unter der Annahme oder Voraussetzung, dass dieser Krieg beendet ist, wäre der erste Baustein Rüstungskontrolle und Abrüstungsverhandlungen auf allen Ebenen. Im Atomwaffenbereich habe ich schon klar gemacht, warum. Herr Gottschein hat das auch klar gemacht. Aber das gilt auch für den konventionellen Bereich. Das gilt für die Manövertätigkeiten, das gilt für die Truppenstationierung, das gilt für notwendige vertrauensbildende Maßnahmen. Das ist hier alles nichts Neues. Und die NATO hatte in ihrer Antwort auf die Vorschläge und Forderungen, die Putin Anfang Dezember ja vorgelegt hatte, zu diesem Punkt ja auch im Prinzip Ja gesagt, also Bereitschaft zu solchen Verhandlungen. Die NATO hatte sich ja nur strikt geweigert, über die Frage Ukraine, potenzielle Mitgliedschaft in der NATO zu reden oder auch gar ein Moratorium zu verhängen. Das hätte ja möglicherweise, ich kann es auch nicht beweisen, diesen Krieg noch verhindert. Die Kritik, dass die NATO es nicht versucht hat, wenigstens die müssen wir immer wieder führen. Aber zu den Rüstungs- und Kontrollverhandlungen hat man sich im Prinzip bereit erklärt. Nur eins ist wichtig. Wenn die NATO in solche künftigen Verhandlungen mit der Haltung reinginge, nur die russischen militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten zu reduzieren und zu begrenzen, die eigenen militärischen Fähigkeiten aber für sakrosankt zu erklären, dann sind solche Verhandlungen schon heute gescheitert. Das heißt, hier müssen die westlichen Staaten schon die Hybris der Siegermentalität, Sieger im Kalten Krieg gewesen zu sein, die mir immer wieder durchschimmert bei vielen offiziellen Stellungnahmen, diese Hybris endlich ablegen. Der zweite Baustein betrifft die Wirtschaft, die Ökonomie. Wir haben heute gehört, wenn Sie Nachrichten gehört haben, die EU-Kommission hat die Empfehlung gegeben, der Ukraine den Kandidatenbeitrittsstatus zu verleihen. Formal darüber entscheiden muss der EU-Gipfel kommende Woche. Ich habe da nichts gegen grundsätzlich. Es gibt andere in der Friedensbewegung, Jürgen Graswin, den alle kennen, der sich in seinen Ostermarschreden grundsätzlich dagegen ausgesprochen hat. Ich kann das nicht so sehen. Nur eins muss klar sein. Wenn die EU in solche Verhandlungen wieder gehen sollte mit der Ukraine, muss sie das anders machen als in den Jahren 2010 bis 2013. Was war nämlich damals der Fall? Die EU unter Barroso damals hat dem ukrainischen Partner, das war damals der Präsident Janukowitsch, gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder oder. Schwarz oder weiß. Entweder Annäherung an die EU mit so Zwischenschritten Zollunion, Assoziationsvertrag und irgendwann Vollmitgliedschaft. Oder aber ihr bleibt mit Russland, Kasachstan und Belarus in einer zentralasiatischen Zollunion. Das einem Land zu sagen und ein Land vor diese Alternative zu stellen, das traditionell mindestens 50% seiner Außenwirtschaftsbeziehungen, seiner Investitionsströme mit Russland hatte, war fatal. Herr Steinmeier hat, als er noch Außenminister war, 2016 in einem Fernsehinterview mal gesagt, da müssten sich doch jetzt die Wirtschaftsexperten der EU und die Wirtschaftsexperten Russlands und der Ukraine mal an einen runden Tisch setzen und gemeinsam aushandeln, wie man die bestehende Zollunion Russland-Ukraine kompatibel, also vereinbar macht mit einer künftigen Zollunion zwischen der Ukraine und der EU. Genau das hätte passieren müssen, ist aber nicht passiert. Das heißt, wenn es solche künftigen Verhandlungen gibt mit der Ukraine über eine Annäherung an die EU, müssen auch die legitimen wirtschaftlichen Interessen Russlands mit berücksichtigt werden. Sonst kommen wir wieder in denselben Konflikt. Die zweite Stichwort unter der Überschrift Ökonomie ist noch viel umfassender. Ich glaube, wir alle, damit meine ich alle Menschen auf unserem gemeinsamen eurasischen Kontinent, sollten ein vorrangiges gemeinsames Interesse haben. Nämlich Russland dabei zu helfen, aus der fatalen Abhängigkeit seiner Volkswirtschaft von fossilen Energien schrittweise sich zu befreien. Ich benutze bewusst dieses Wort, sich zu befreien. Die Abhängigkeit der russischen Ökonomie von fossilen Energien liegt bei etwa 80%. Das meint die Exploration von Gas, Öl und Kohle, die Verarbeitung
der Verbrauch innerhalb von Russlands, der etwa doppelt so hoch ist pro Kopf wie bei uns, da liegt Russland ähnlich wie die USA, also etwa 22 Tonnen pro Jahr, entsprechend hoch der Ausstoß von Kohlendioxid. Wir liegen hier so etwa bei 10 Tonnen zum Vergleich. Wenn das so bleibt in Russland, dann können wir uns die Pariser Klimaziele in die Haare schmieren und in die Tonne treten. Selbst wenn Deutschland, die Schweiz und andere EU-Länder die national verkündeten Ziele einhalten würden und erreichen würden, wonach es ja im Moment leider auch nicht aussieht, auch bei uns in Deutschland nicht, würde das wenig bringen, wenn Russland bei dem jetzigen Status quo bleibt. Was ist eine positive, konstruktive Antwort auf diese Herausforderung? Nach meiner Meinung nach sollte sich Deutschland wie andere westeuropäischen Staaten um eine nachhaltige, grüne Energiekooperation mit Russland bemühen. Ganz konkret, wir wissen in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern, für eine Übergangszeit von 20, 20, 25 Jahren brauchen wir noch grünen Wasserstoff, weil der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie nicht schnell genug bisher vorangegangen ist. Und ich befürchte auch, dass Wirtschaftsminister Habeck mit seinen richtigen, konkreten Planungen für die nächsten Jahre noch auf viel Sabotage und Widerstand stoßen wird. Warum nicht diesen grünen Wasserstoff herstellen lassen in Windanlagen im windreichen Sibirien, Anlagen, die wir Russland schnell und günstig zur Verfügung stellen, oder in Solaranlagen im sonnenverwöhnten Süden Russlands? Einmal für den Eigenverbrauch in Russland, aber dann auch für den Export durch die schon bestehenden Pipelines, durch die heute noch Gas fließt, sei es nach Westeuropa oder nach China. Und ich weiß, der Einwand kommt vielleicht nachher von manchem Technikkundigen, ja, diese Pipelines lassen sich so nachverdichten, dass man da auch grünen Wasserstoff durchführen könnte. Das wäre ein kooperatives Projekt, mit dem man nicht warten kann, ich wiederhole es, zu initiieren, bis Putin vielleicht mal irgendwann weg ist. Last but not least, in einer künftigen gesamteuropäischen gemeinsamen Friedens- und Sicherheitsordnung müssten natürlich all die schwerenden Wunden endlich geheilt werden, die durch den Einsatz militärischer Mittel in den letzten 30 Jahren seit Ende des Kalten Krieges geschlagen worden sind. Natürlich muss es für die Krim und auch für die Donbass-Provinz eine einvernehmlich verhandelte Lösung geben. Einvernehmlich heißt auch immer mit der Regierung in Kiew. Das kann ein weitgehender Autonomiestatus sein für die Krim, mit auch eigener Finanzhoheit, alles was dazugehört, innerhalb der Ukraine. Es gibt ja solche weitgehenden Autonomiesituationen in anderen Konfliktregionen der Welt. Was Ähnliches muss für den Donbass ausgehandelt werden. Aber nicht nur für diese umstrittenen Gebiete in der Ukraine, sondern natürlich auch für die umstrittenen und zum Teil von Russland besetzten Sezessionsgebiete in Georgien und Moldawien. Auch dort können natürlich in einer gesamteuropäischen Friedensordnung keine russischen Truppen mehr stehen. Und als letzter Punkt auch die schwerende Wunde, die die NATO mit dem bereits erwähnten völkerrechtswidrigen Luftkrieg 1999 gegen Serbien und der nachfolgenden Abspaltung des Kosovo geschlagen hat, muss endlich nachhaltig geheilt werden. Da ist nichts in Ordnung. Kosovo ist ein korrupter Mafiastaat, aus dem die jungen Leute zu Tausenden versuchen, in den Westen zu kommen, um sich hier eine Lebensperspektive aufzubauen. Auch hier bedarf es einer einvernehmlichen Lösung. Und einvernehmlich heißt in diesem Fall auch mit der sehr, sehr schwierigen und zunehmend wieder nationalistischen Regierung in Belgrad, die wiederum auch die bosnischen Serben bei ihren Absichten unterstützt, sich aus Bosnien loszusagen. Letzte Worte. Wir müssen auch in der öffentlichen Diskussion stärker darauf hinweisen, dass die Interessen in den westlichen Hauptstädten mit Blick auf diesen Ukraine-Krieg keineswegs identisch sind. Dieser Eindruck wird ja nun massiv erweckt, auch durch die neue Geschlossenheit der NATO. Wir müssen einfach darauf hinweisen, dass es in den USA schon lange, schon seit den 70er Jahren mindestens, nicht nur eine Denklinie gibt, sondern auch zum Teil operative Politik, die darauf abzielt, ein gedeihliches Zusammengehen zwischen EU und Russland zu verhindern.
weil das natürlich eine gedeihliche Kooperation zwischen einer global großen Wirtschaftsmacht, EU, und dem Land mit dem größten Territorium der Welt und eben nach wie vor diesen großen Ressourcen, also größtes Gasland, sechstgrößtes Ölland, das wäre eine veritable Konkurrenz für die USA, das will man nicht. Und ich nenne nur den Namen von Zbigniew Brzezinski, das war der nationale Sicherheitsberater von Jimmy Carter, 76 bis 80, der aber auch in den 30 Jahren danach immer noch eine sehr einflussreiche Rolle hatte bis zu seinem Tod. Und der hat immer gesagt, das Hauptproblem ist die Sowjetunion, es ist also Russland, die müssen wir schwächen, den russischen Bären, wie er gesagt hat. Und er hat auch immer schon gesagt, kann man nachlesen in seinem Buch USA, die einzige Weltmacht, das Filetstück ist die Ukraine. Und wenn es uns gelingt, das dem russischen Bären zu entreißen, ist er auf Dauer geschwächt. Dieses Interesse ist ein anderes Interesse als das, was wir hier in Europa haben. Und das muss, glaube ich, deutlicher gemacht werden. Auch in den USA gibt es inzwischen längst Debatten darüber, ob man nicht mittel- und langfristig doch Russland braucht als Bündnispartner gegen den globalen Hauptkonkurrenten China. Diese Debatte ist noch nicht entschieden. Im Moment ist das Pendel natürlich ganz klar in die Richtung geschlagen, in Europa einen latenten Spannungszustand haben zu wollen, bei dem dann Russland die Rolle des bösen Buben und des Störfaktors spielt, weil nur das rechtfertigt natürlich auf lange Sicht die weitere Existenz der NATO, die Führungsrolle der USA in dieser NATO, ihre Rolle als nukleare Schutzmacht und damit auch gewährleistet, dass den Einfluss der USA in Europa und die Kontrolle der USA über Europa. Das müssten wir, glaube ich, in der Diskussion sehr viel stärker deutlich machen, ohne dass das in irgendeinen simplen Anti-Amerikanismus verfällt. Und der allerletzte Satz, auch aus aktuellem Anlass, was mich schon lange vor dem Ukraine-Krieg umtreibt, aber jetzt noch mehr, sind die fürchterlichen Doppelstandards, die westliche Regierungen anlegen, wenn es darum geht, Völkerrechtsverstöße oder schwere Menschenrechtsverletzungen anderer Länder zu kritisieren, die eigenen aber zu bagatellisieren oder völlig zu verstehen. Dieses hat dazu geführt, dass die westlichen Regierungen, wenn sie solche Kritik üben, in weiten Teilen des globalen Südens jegliche Glaubwürdigkeit verloren haben. Das muss man einfach klar zur Kenntnis nehmen. Und das wiederum schwächt diese so wichtigen Normen des Völkerrechts, also der UNO-Charta und die Menschenrechtsnormen, die nach meiner unmaßgeblichen Meinung die wichtigsten Normen sind, die wir überhaupt haben für politisches Verhandeln, sowohl in den internationalen Beziehungen, aber auch in der Innenpolitik. Und wenn ich dann immer wieder in den letzten Wochen zu Recht scharfe Kritik an Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit russischer Soldaten höre und auch an diesem Angriffskrieg, aber dann dieselben Politiker oder Journalisten im nächsten Satz über etwa den Krieg der USA und Großbritannien nur schreiben, ja, das war ein Fehler, dann ist das ein Beispiel für diese selektiven Standards und doppelten Standards und selektive Anwendung. Und wir haben leider seit heute Nachmittag ein neues Beispiel dazu, falls Sie die Nachrichten noch nicht gehört haben. Die britische Innenministerin hat nun endgültig entschieden, dass Julian Assange in die USA ausgeliefert werden soll. Also ein Mann, der nichts anderes getan hat, als schwere Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten und CIA-Beamter im Irak und Afghanistan aufzudecken. Der soll nun für mindestens 175 Jahre in den USA in den Knast. Das heißt natürlich über Lebenslänglich. Vielen Dank für die Geduld. Ich freue mich auf die Diskussion.